Mario Götze, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil mit Julian Draxler, alle sind sie da beim Eintreffen der Nationalmannschaft in Hamburg. Das große Thema im Vorfeld des WM-Quali-Spiels gegen Tschechien ist aber ausgerechnet einer, der zuletzt vor fast 9 Jahren ein Länderspiel bestritten hat. Im November 2007, Gonzalo Castro. Ich bin nämlich 100% davon ausgegangen, dass Gonzo nominiert wird. Bin 100% davon ausgegangen, weil die Leistungen jetzt seit so langer Zeit und auf so einem hohen Niveau so herausragend gut sind, dass ich mir komplett sicher war. Es ist eine große Enttäuschung gewesen, das jetzt zu hören. Tuchel mit eindeutiger Rückendeckung für den zuletzt starken Castro und auf Konfrontationskurs zum Bundestrainer. Doch der lässt die Kritik ins Leere laufen und schließt sich stattdessen den Lobeshymnen für den Nicht-Nominierten an. Castro hat gut gespielt, klar. Und von daher war die Frage vielleicht auch berechtigt, aber es gibt ja auch Situationen, wo ich auch manchmal die Entscheidungen einzelner Trainer auch nicht immer nachvollziehen kann oder verstehen kann. Aber sie ist berechtigt. Löw verweist zu Recht auf die große Auswahl, die er gerade im defensiven Mittelfeld hat. Kroos, Khedira, Weigel, Kimmich und nach über einem Jahr auch wieder Ilkay Gündogan. Bedeutet für uns natürlich auch nochmal eine Qualitätssteigerung, weil er ist ein Spieler, der natürlich mit seiner Technik, mit seiner Übersicht, mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Kreativität natürlich nochmals belebende Elemente in unsere Mannschaft bringt. Gerade Gündogan nimmt in den Planungen des Bundestrainers eine zentrale Rolle ein. Er soll der Nachfolger von Bastian Schweinsteiger werden. Für Gonzalo Castro sind das keine guten Nachrichten.